Die Schwarzen kamen viel später, aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen, riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg, meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße! 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 Was passiert hier? Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast, hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Karl! Wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Wir haben diesen Ort vor längerer Zeit entdeckt, aber ich kann mich noch immer nicht dran gewöhnen. Ein seltsamer. Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Anzeichen. Die Metros weiter trotzdem. Ihr konnte sofort... Ich wusste zwei Jahre übrig. Komm schon, du hast fünf weitere drei. Sieh dir diese zwei Anfänger an. Armselig. Romanov, ich dachte, der wäre im Krankenhaus. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Artyom, willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist ein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst.
Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Moon oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Geringes Gewicht und vollautomatisch. Also gut, Artyom. Geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Hey Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. Probiere mitten auf die Brust der normalen Straße. Guter Schuss! Jetzt schieß auf die Straße mit. Bemerkst du den Unterschied? Es sind auch 12 Patronen, um die Rüstung zu durchdringen. Halte nach Funken auf, wenn du auf ein Ziel mit Rüstung. Probier mal einen Druck. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Millers Einsatzbesprechung gehen. Waffen runter! Und wie ist die Waffe? Gefällt sie dir? Du möchtest eine andere Waffe ausprobieren? Ich habe hier eine gute Auswahl. Viel Erfolg bei der Jagd. Komm mal wieder, wenn du hier mit Sicherheit erstellen, dass die 6 gefunden wurde. Niemals. Die Basis Miller ist ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Das habt ihr überprüft. Bitte, Ossipo, lass mich in Ruhe. Du bist also ein Experte. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung, gehen wir. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Khan, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, riskant ausgeführt. Sie sind in die Hände verstärkt, die Wachen und dort ganzer Linie. Insbesondere die, die in der Nähe der Faschisten sind. Hey, weiß jemand, worum es geht? Bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. Ich habe gehört, die Roten Reihen. Ich warte hier. Vielleicht auch. Sobald ihr weg seid, spreche ich. Wie bitte?
Die Leute sagen, die Roten schicken ihre Agenten über neutrale Stationen in die Chance. Haben anscheinend etwas vor. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. In Ordnung. Artyom? Und Sie, Khan? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze... Und vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki... Aber wir haben noch nichts überprüft. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in den Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Vorsicht am Bahnsteig, zurücktreten. Der Zug der Schiene. Frei, sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu. Lass uns aufbrechen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen.
Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Dann los. Passt auf! Die Türen schließen sich. Vier Stück. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Toll, das hast du gut gemacht. Alles klar, los geht's. In Ordnung, die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Bewegung, ich komme nach. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgestellt. Pass auf. Scheiße, das Ding ist schnell. Ordentliche Reflexe, muss ich schon sagen. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh es für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Hilf mir hier mal! Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir hatten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ich bin stark.
da, wo das nächste Mal Benzin noch war. Eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht von dir. Ich arbeite dran. Das ist ein Spaß. Ich reise ihn von links ein, er ist noch da!